Guten Tag und willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir waren ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, warte mal. Gucken wir uns gerade mal unsere Dinger hier an. Ja, wir haben... Genau, wir sind auf dem Weg. Wir haben den Drachen besiegt. Genau, den Drachen haben wir besiegt. Jetzt ist es an der Zeit, Riesenseelen zu sammeln, um... die Wahrheit herauszufinden, glaube ich. Und wir müssen noch die DLCs fertig machen. Huch. Genau, wir haben hier schon ein DLC-Schlüssel und wir holen uns jetzt einfach mal die anderen auch gerade noch. Dann haben wir das auch erstmal von den Taschen. Dann können wir ganz entspannt Bosse platt machen. So. Wenn ich mich richtig erinnere, befindet sich hier unten... Ach nee, da brauchen wir ja erstmal was anderes für, oder? Ja, hier brauchen wir was anderes für. Ja, bloß nicht runterfallen. Ist ja nämlich ein bisschen knapp. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, brauchen wir hier erst einen anderen Schlüssel für, richtig? Ja, ja, ist ja... ist ja toll. Dann holen wir uns erst den anderen Schlüssel und den schwarzen, den Schlüssel, den wir brauchen, um die Tür zu öffnen. Dafür müssen wir, wenn ich mich richtig erinnere, ne, hier nicht, hier müssen wir hin. Denn dort haben wir eine gewisse Abkürzung zwar genommen, aber nicht komplett. Na komm. Eieiei. Steuerung. Ah, Giftpfeile haben wir, sehr gut. Das sollte deswegen dann kein Problem hier sein. Ja, komm. Ja, ist mir wurscht. Gift ist für ein Ace. So. Wir müssen nur hier kurz hin. Mal weg mit dir. Gibt es hier eine... So. Ein Geheimweg. So, dann... ich hoffe, die Sachen, die Viecher kommen hier nicht runter. So, dann rüsten wir gerade mal... Ich habe keinen Pfeil und Bogen, sehe ich gerade. Na gut. Dann tun wir das mal anders machen. Denn hier sind zwei Riesen, die wir bekämpfen müssen, um den Stuff zu kriegen. Muss ich mal gerade kurz schauen. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich sehe die Umrisse davon, von denen. Ich muss mal kurz so. Ich habe ja noch skillhaft. So. Okay, können mich hier trotzdem treffen. Das ist neu. Gut, toller Start. Gut, aber kein Problem. Dann holen wir uns gerade einen Bogen. Dann geht das auch deutlich leichter. Wir können natürlich auch kämpfen, aber will ich wahrscheinlich noch öfter sterben. So. Was kann man Ding ist plus 10, okay. Dann nehmen wir uns einfach den Bogen hier. Den Bogen. So.
dass wir den nicht benutzen können, das ist egal. Weil, wenn wir den zweihändig nehmen, können wir ihn benutzen. So. Nochmal von vorne. So. Brauchen eigentlich auch gar keinen Gegner hier umbringen. Nee, wait, what? Bin ja komplett falsch. Muss hier durch. Toll, jetzt habe ich ihn getriggert. Den. Oh shit. Die kommen ja tatsächlich hier hin. So. Warten wir mal kurz. Ob die hier runterkommen. Ob er hier runterkommt. Der. Guck mal, da ist er. Okay. Er ist schon mal zu dumm. Okay, das heißt, wahrscheinlich die anderen werden das auch nicht schaffen. Ich hoffe es einfach mal. So, hallo Leute. So, machen wir das doch nochmal. Wir stellen uns hier hin. Ich habe eindeutig alles verlernt. So, warten wir kurz. Ist die easy Methode, die Viecher platt zu machen. Ihr seht, Gift macht ordentlich Damage. So. Können wir uns den anderen auch direkt mal vorknöpfen. Lol. Dadurch, dass wir hier in der Ecke standen, sehen die uns nicht. Und jetzt können wir sie ganz einfach platt machen. Guck mal, wie viel Damage das Gift macht. Oh, wo hab ich denn hingeschossen und den nicht getroffen? So, das war er. 1111 Damage. Ja, das ist doch mal eine schöne Zahl. Jo, jetzt hab ich's. Jetzt habe ich was getan. Ich habe keine Schüsse mehr. Ja, jetzt können wir eigentlich auch kämpfen. Guck mal, wie viel Leben die haben. Stell dir mal vor, wir würden die jetzt zu zweit bekämpfen. Ja, wobei. Viel tun tut er ja gar nicht. So, vergessener Schlüssel und eine Riesen... Hat eine Riesenseele? Ist das die, die wir hier unten auch haben? Jo, Tatsache. Noch eine. Wusste ich gar nicht. So, und dann müsste ich hier, glaube ich... Nee, hä? Ich dachte, hier gäbe es... Ach nee, komplett falsch. So, nachdem wir das geschafft haben, können wir uns hier auch wieder... Was? Och, echt jetzt? Weil der eine,
Skeletor da ist, der eine Invader, können wir jetzt uns jetzt nicht back teleporten. Nein. Loch voraus. Guck mal, da ist er. Ja, gut. Haben wir nicht vielleicht, haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Ne, es gibt keine. Gibt doch keine, oder? Stellt Verbindung zu einer Welt wieder her. Ne, das ist, müssen wir leider jetzt feiden. Aber er prügelt uns einfach mit ihm jetzt. So, und weg mit dir. Warum habe ich eigentlich Angst? Ist doch nur ein NPC. So. Können wir auch hier mal kurz, aber. Also komplett falsch gelaufen. Hier den Duftzweig benutzen. Oh. Kann ich dran vorbei? Natürlich nehmen. Mach mal hinne. Todesanimation länger. Aufstehanimation länger als mein Leben. So. Können wir jetzt zurück nach Majula und uns den zweiten Schlüssel holen, endlich. So, jetzt aber. Nicht vergessen, unser Menschenbild einsetzen. Full Life ist besser als gar kein Life. So, und ich bin auch mal gespannt, wann ich unsere Seelen verliere. Komplett. 360.000 inzwischen schon auf dem Konto. Wir haben ja die Challenge, nicht nie höher als Level 100 zu gehen. Was ich inzwischen ein bisschen bereue, weil ich jetzt echt schon lange kein Dark Souls mehr gespielt habe. Aber, hey, Dark Souls ist ja nicht schwer. Und ich habe hoffentlich noch alle Bossmechaniken in der Birne. Wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. So. Vergessener Schlüssel benutzt und dann müsste hier die Drachenklaue sitzen. Das ist ein zweiter DLC-Schlüssel. Aber mir. Wo war denn der dritte? Ich hab doch keine Ahnung. So, was haben wir denn noch hier so drin? So, ist ja auch egal. Wir können jetzt erstmal die anderen beiden machen. Die anderen beiden DLCs. Und ich schaue da nochmal nach, wo es den dritten gibt. Das erste DLC müssten wir jetzt schon freischalten können. Mit der Drachenklaue. Das müsste da sein, wo wir herkommen. So. Schön das frisch benutzte Leuchtfeuer nehmen. Alter, Waldkind Victor, geh doch mal nach Hause. So, ich habe mich kurz gewundert, warum es da Nebel gab. Ich dachte. Kurz dachte ich, haben wir den Boss noch gar nicht platt gemacht? Aber doch. So, hier müssten wir eigentlich jetzt rein können. Mit dem Drachenzahn. Schauen wir mal, ob ich recht behalte. Ich hoffe doch. So, das erste DLC ist direkt vor unserer Nase. Let's go.
Ah, jetzt weiß ich, ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo es den dritten Schlüssel gibt. Der ist richtig kacke platziert, meiner Meinung nach. Aber schauen wir mal. So. Wollen wir doch mal schauen, was uns hier in diesem DLC so erwartet. Natürlich wissen wir das alle natürlich schon. Es sind ein paar Bosse, ein Drache und Shulva, die Stadt des Heiligtums. Schwierig ist dieses DLC, wenn ich mich recht erinnere, nicht. Aber da kann sich ja alles ändern. Ich kann mich auch irren. So, wir haben die Bosse natürlich auch alle schon platt gemacht. Deswegen ist das für uns nichts Neues. So, aber wir holen uns jetzt erst noch den anderen Schlüssel. Und dann machen wir erst das normale Spiel fertig, würde ich sagen. Die normalen Bosse. Wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Hier wollte ich hin. So, wir müssen nämlich hier runter. Denn hier gibt es eine Tür, die ganz am Anfang war, die wir noch nicht öffnen konnten. Oder besser gesagt, wir müssen darunter zu den Echsen. Und die Echsen haben eine, ich sag mal, also ich sag mal, die haben nette Attacken. Und wir als No-Shielder haben da, ich sag mal, ein paar Probleme gegen. Aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wir müssen ja nur zwei besiegen. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir die auch hier ein bisschen. Ich bin komplett lost. Ich bin einfach komplett lost. Uns fehlt noch ein Schlüssel. Aber wo ich den jetzt herbekomme. Ich dachte, da wäre auch der verlorene Schlüssel. Na egal. Holen wir uns erstmal das, was wir brauchen. Aus diesem Gebiet. Hier mussten wir sowieso hin. Für die Story an sich. Denn hier befindet sich ein Baum. So, da hinten ist eine Kiste, die wir nicht brauchen. So. Na komm. Bring das Symbol des Königs haben wir. Eine Sekunde, so. Öffne dich, Tür. So, direkt ein Leuchtfeuer. Und dieses Leuchtfeuer ist besonders, denn es ist das beste, mit Abstand beste Leuchtfeuer zum Leveln. Und ich sag euch auch gleich, warum. Aber erstmal ab in die Vergangenheit. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber jetzt kommen wir zurück in die Zeit, wo, ich sag mal, die Festung, in der wir sind, angegriffen werden. Ja. Und dieser Gedanke ist eigentlich nur. Ah, da kommt der. Da kommt der Kopf. Denn es gibt hier einen Bosskampf. Den Riesenfürsten. Ja. Und uns kommt eventuell die Art des Kampfes bekannt vor. Mehr oder weniger. Er stampft, er macht so einen Drehwhip
So, gehen wir auch immer safe. Full Life ist besser als Half Life. Halt, diese Angriff trifft mir auch immer. Hä? Leck mich. So. Er ist eigentlich nicht schwer. Denn wir haben quasi schon. Oh oh. Oh shit. Wir haben quasi schon mal gegen den Riesenfürsten gekämpft. So, Sympathie der Riesen, Riesenfürstenseele. So, noch eine Riesenseele, let's go. Dieser Riese, gegen den wir gerade gekämpft haben, das war auch der Riese aus dem ersten, der erste Boss quasi. So. Aber das hier ab. Wo kriege ich denn den Schlüssel her? Den, der uns fehlt oder der mir fehlt hier. Eieiei. Ist ja auch egal. Was wir jetzt noch machen müssen, ist. Hier eigentlich noch ein bisschen. Denn es gibt ja noch ein paar weitere Vergangenheiten. Aber wenn ich hier genug Riesen sehe. Okay, wir haben erst drei. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Genau. Das hier brauchen wir, um zum Thronzimmer zu kommen. Genau, hier ist das Ende quasi. The end of game. So. Der letzte Bosskampf quasi. Aber wir müssen erst noch was anderes unternehmen. Denn es gibt hier noch zwei andere Vergangenheiten, sage ich mal. Einer ist, müsste hier sein. Ja, kurz mal durchlassen. Da, guck, die Höhlen kämpfen noch gegen den. Gegen den toten Riesen hier. Mein Gott. Lass mir doch einmal in Ruhe hier. Ihr seid alle nicht in meiner Liga, Leute. So, sammeln wir den ganzen Shit hier mal ein. Und gehen in die nächste Vergangenheit. Und das alles, was wir in der Vergangenheit hier sammeln müssen. Die Hauptvergangenheit haben wir schon mit dem Boss gemacht. Aber das, was wir hier jetzt noch einsammeln müssen, sind die Riesenseelen. Und die Riesenseelen helfen uns in einem Bosskampf gegen den wahren König, sage ich mal. Bald nicht so lange in der Erinnerung. Jo, wir müssen uns nämlich beeilen, denn irgendwann ist unsere Zeit abgelaufen. What are you doing here? Ach, was mache ich denn eigentlich? Wir sind nicht hier zum Reden, wir sind hier zum Bosse-Klopp. So, let's go. Hier kommt einer durch. Oder? Ja, moin. Oh oh. So, Riesen haben keine Chance. Mehr oder weniger. So, wir müssen hier eigentlich nur durchlaufen bis zum Ende. Mal gucken, ob ich das einfach so hinkriege. Denn es gibt nicht besonders viel Stuff hier. Aber, ich sag mal. Am Ende ist die Riesenseele, ja. Und das ist das, was uns antreibt. Warte mal. Hier hoch noch und dann war's das. Wer möchte, wer gerne wissen möchte, was hier so alles abzischt. Eieiei. Ich bin auf jeden Fall nicht geübt im, im Krieg gegen die Dinger. So, das ist
eigentlich nicht notwendig, denn wir kriegen die Riesenseele immer vom letzten toten Riesen, der da liegt, der uns auch wieder zurückbringt. So. Wir brauchen mindestens 4, glaube ich, 4 Riesenseelen, um überhaupt dem einen Boss Schaden zu machen. Aber 5 Stück erleichtert uns den Kampf ungemein. So, dann müssen wir einfach nur hier hoch, hier lang. Und dann sind wir auch gleich schon da beim letzten. Der ist nämlich hier oben. Das müssten dann alle 3 gewesen sein. Wenn mich nicht komplett alles täuscht. So, kann ich einfach mit dem reden hier? Jawohl. Scheiß auf die Gegner. Brauchen wir sowieso nicht mehr, weil wir keine Seelen mehr verschwenden können, müssen, brauchen. Gedenken an Oro. Ich weiß gerade nicht mehr, wo man hier lang muss. Da bin ich leider jetzt komplett raus. Aber hier sehen wir die Leute mal in Nicht-Höhlenform. Ich glaube, ich bin nicht komplett falsch. Ich glaube, hier ist einfach nur ein Geheimnis, oder? Toll. Mir war so, als wäre hier ein Geheimnis. Hm. Ah, ich bin noch 1 zu niedrig. Ah, ne, sowas ist hier, genau. Hier, blöp. Genau. Das war hier. Und hier ist eine Falle drin. Jawohl. 3 Seelen, eine Seele. Ja gut, das ist natürlich super geil. Super useless. So. Ich glaube, muss ich hier überhaupt hin? Toll. Solange sie abgelenkt sind. Aber warum greifen die uns eigentlich an? Das ist so die Frage. So, wir nehmen einfach die Abkürzung hier oben lang, denn da ist schon der Riese. Zack. Und zack. Oh. Danke, Mann. So, jetzt haben wir alle Riesenseelen, die wir sammeln können. Jetzt können wir einfach uns zum letzten König begeben und ihn platt machen. Bevor wir dann weiterziehen, um noch mehr Bosse freizuschalten. So, dafür müssten wir jetzt einfach nur hier hin. Und dann dahin. Ich weiß nicht, was der schnellste Weg ist. Wir müssen nämlich jetzt zurück zu unserem liebsten König. Oh, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Ja, wobei, eigentlich schon. So. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt selbst alles tot mache, aber wir versuchen einfach mal durchzulaufen.